Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Holden Hearts Event Video, dem letzten hier in American Truck Simulator. Wir stehen noch in der Astoria. Wir haben es mittlerweile gleich 23 Uhr. Aufgrund von Arbeit bis 21 Uhr. Um 21.30 Uhr war ich näher zu Hause. Dann nochmal einkaufen. Deswegen nochmal eine kürzere Fahrt. Einfach weil ich noch nichts gegessen habe und so. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach nach Nampern, Idaho. Und setzen von dort aus dann unsere Reise fort. Für 38.492 Meilen. Ist ja sogar eigentlich geil. Okay, gut. Immerhin 8 Dollar pro Meile weniger. Und wir fahren noch ein bisschen weiter geradeaus. Sehr schön. Auch wieder für mich auf unbekannten Wegen. Dann wollen wir mal raus. Ist auch ganz schön viel los hier, ne? Viel zu sehen, viel zu entdecken. Da geht es über wahrscheinlich die. Okay, ist jetzt die Frage, ob es über die Tramlinie da geht oder ob es über die Zuglinie geht. Aber sicher doch, wie weit haben wir es denn? Okay, 3 Meilen nur. Einmal über die Brücke drüber. Ja, ist ja gut. The Raw Bridge, okay. Oh, schön mit der Yacht, die hier gleich unten da durchfährt. Ah, oh, 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 I see. Geil. Davon, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, davon, von solchen Brücken sollte es mehr geben. Geil. Also wie man sieht, wie das Gegengewicht damit runtergeht. Cool. Das ist nice. Bekomme ich schon wieder Lust drauf, Livestreams von Dulles mir anzuschauen. Da haben sie auch so eine, also nicht so eine, aber doch eigentlich. Im Grunde genommen hat sie auch so 2 Tower. Ich weiß nicht, ob man die Gegengewichte auch sieht, aber es ist halt auch eine Hebebrücke. Also halt im Grunde genommen eh dasselbe Prinzip wie hier und da kommen halt noch die, da fahren halt die Great Laker halt durch von, ne, also wenn sie nach Dulles wollen oder nach Superior. Das ist cool. Das ist, also ich finde das nice. Allein dafür hat sich schon die Streckenauswahl gelohnt nach Nampa. Vielleicht finde ich es auch nur cool, weil wir hier im Grunde genommen 3 verschiedene Brückentypen hatten. Ich sag einfach hatten. Wir hatten auch mal so eine Hebebrücke, die gibt es aber nicht mehr momentan. Die wird quasi so mal neu gemacht werden. Travel across the new Young's Bay Bridge. Nice, dann wissen wir auch jetzt, wie sie heißt. Und ich muss gar nicht nachschauen. Allerdings, weil sie halt, ich glaube, ich meine, ne, durch die Zeit halt Neigung, glaube ich, drin hatte, musste die halt abgerissen werden. Und soll halt, glaube ich, auch ersetzt werden durch was Neues, aber da ist mittlerweile auch schon so lange nichts mehr passiert, dass ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob da irgendwie, was da gerade für Probleme sind, ob da irgendwie die Gelder ausgegangen sind oder Investor oder whatever abgesprungen ist. Aber vom Gefühl her liegt das jetzt schon seit Jahren sogar schon brach. Also das Projekt. Da haben wir eine normale Brücke, also quasi so
Ne, einfach über den Fluss rüber quasi, also einmal hoch und einmal wieder runter. Und dann haben wir halt noch die Eisenbahn-Rollklappbrücke, die vielleicht der ein oder andere von euch auch durch Trains in World 4 kennt. Wunderbar, da haben wir aufgesattelt. Dann haben wir jetzt. Fahren wir nochmal über die. Ich muss mit Young. Über die New Yangs Bay Bridge. Fahren wir nochmal drüber. Fahren dann über Astoria nach Longview. Wir fahren sogar diesmal durch Vancouver durch. Das heißt, ich decke dann auch Vancouver auf. Dann geht's über The Dells. Auf der Interstate 84 an Pendleton vorbei, dann denselben Weg wieder nach Ontario und dann sind wir schon bei Nampa. Ich meine, wir kamen ja von hier. Ne, wir kamen von, hier oben. 492 Meilen. Schau, die Brücke diesmal wieder oben ist. Turn right. Bisschen viel mitgenommen, das Gas. Dann muss ich nochmal tanken auf dem Weg. Weil ich glaube nicht, dass das sollte reichen. Ich bin auch mal überlegen, ob ich mit dem Messerzahl dann weiterfahre oder nicht. Muss ich nochmal quasi hier dingsen, andere Markierung mehr draufpacken, aber. Ansonsten. Mir gefällt der Western Star 5700 XE. Ganz gut. Ich glaube, die Brücke ist wieder oben, glaube ich. Aber geht es gerade runter? Eins und bleiben. Okay, sie ist grün. Freie Bahn. Einmal rüber. Das ist cool. Gefällt mir. Da fällt mir gerade ein. Ich glaube, er ist noch nicht da, ne? Nee. Da sind wir noch lange nicht. Ich glaube, es dürften ja hier da vorne die. Hallo, rauszoomen, danke. Das wäre, glaube ich, in dem Bereich hier. Müsste das ja sein, oder? Sind das die Great Lakes? Gut sein. Ich müsste ja eigentlich. Auch was irgendwie ein bisschen weird aussieht, aber das liegt auch daran, weil das irgendwie. Ne? Da bin ich aber gespannt, ob dann auch Dallas mit dabei ist. At the roundabout, take the second exit. Wenn das DLC für den Bereich dann in. Ja, in ein paar Jahren da ist. Haben wir schließlich auch einen Hafen mit, ich glaube, viel Kohle und. Iron Pellets und auch Windkraftanlagen, also Wind,
die Blades zum Beispiel. Bestimmt dann auch die Windkraftgeneratoren. Also es wäre nicht undenkbar, dass SCL Software das in ATS implementiert. Also das Dallas und der Hafen und so weiter, von entweder von Dallas selber oder Superior, beziehungsweise von beiden, dass das ja einen Weg ins Spiel findet. Da das ja also auch schon ein wichtiger Knotenpunkt für die Infrastruktur im transporteriellen Sinne, nennen wir es mal einfach so, betrifft, wichtig ist. Schön. Mit dem vielen Verkehr hier gerade in Astoria. Ist ja auch 10 Uhr haben wir es. Ortszeit. Und wir müssen uns gleich rechts ein, links einordnen. Damit reinlässt. Ich bezweifle es. Na, lässt mich sehr gut. Den wollen wir beschleunigen. Auf nach Nampa, Idaho. Wenn man gleich wieder ein bisschen vorangeht. Und wieder auf 55, sehr schön. Da können wir wieder ein bisschen aufbauen. Dass man immer abbremsen muss, wenn man hier auf eine rechte Spur gehen kann. Meine Güte. Ich meine, man kann sich ja mittlerweile darauf einstellen, aber das sind teilweise immer so krass auf Eisen vor allem, wenn Eisen gegangen wird. Das ist immer wieder ein Schocker. Stay right and then exit right. Exit right. Nehmen wir mal die 25 mit, wir wollen ja nicht umkippen. Und da geht es wieder über eine andere Brücke rüber. Das ist schon echt cool, so viele Brücken hier zu haben. Dann wir hier. Organ thanks, you come back soon. Okay. Kann gut sein, dass wir das tun. Liegt nur halb in unserer Hand, aber irgendwann bestimmt wieder. Go straight.
ist immer wieder schön, wenn vor allem nicht KI ist. Und man mal mit vernünftigem Tempo, ohne in die Eisen zu gehen, oder so stark in die Eisen zu gehen, wenn man auf die falsche Taste kommt. Und sich wundern, warum man nicht den Cruise Control einstellen kann oder Gas geben kann. Hoppla. Bisschen zu früh. Jetzt auf die Interstate 5. Guck ich mal. Jawohl. Ab Richtung Portland. Super. Oh, da müssen wir bestimmt mal die Werkstatt aussuchen. Haben wir eine kleine Aufgabe für gleich. Stay right, and then exit right. Was? Okay. Wie viele Brücken hier einfach sind, ne? Also, boah, der Wahnsinn. Das ist schon nice. Das ist schon eine coole Sache hier. Stay left. Ah, wir sind bei Vancouver, okay. Erst auf mein Vancouver, the Evergreen State 8 von 16. Rechtzeit wahrscheinlich, oder? Oder nicht? Doch, Rechtzeit. Stay right, and then exit right. Dann nach Seattle wahrscheinlich. Stay right. Oder Salem. Ah, rechts halten. Nach Salem. Ein weiteres Brückenwerk. Mit 55. Ja, okay. Läuft bei dir. Lange nicht mehr erlebt, dass ich einfach mit geschlossenem Fenster einfach jemanden auf der Autobahn rasen gehört habe. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich dachte, woher kommt man das jetzt hier?
Links halten. Stay vermutlich. Fahren Sie bei Portland nochmal durch? Nee, okay. Bin voll ab. Appellen. Dann geht's nach Vitalis. Ab auf die Interstate 84. Stay right. Gehen wir wieder unter 45, sicherheitshalber. Oder fahren wir mit dem Volvo weiter? Das ist eine gute Frage. Also, den Volvo müssen wir auch restaurieren. Den hier prinzipiell eigentlich nicht. Ich weiß gerade gar nicht, sieht man das eigentlich? Wie viel Stärke müsste man eigentlich ja sehen, wie viele Scheine die haben? Jo. 5 von 5, auch 5 von 5. Na, der Western Star ist nur noch bei 4 von 5. Gut, dann fahren wir mit dem Western Star weiter und nach dem Event und restaurieren den, damit er wieder auf 5 Sterne ist. Es sei denn, wir kommen jetzt gleich schon auf 5 Sterne, dann fahren wir trotzdem weiter. Na, kommen wir bei der Waage raus. War ja klar. Okay, let's find a new route. Dann ab auf die Waage. Tausend Gesamtgewicht, das Fahrzeug ist nicht im technischen, ist perfekt im technischen Zustand. Also wissen wir, das sind noch bei 4 von 5 Sternen. Das heißt, wir versuchen das gleich mal auf 5 Sterne zu bekommen nach der Fahrt. Schon, ich wollte eigentlich noch tanken. Eventuell muss ich auch wirklich tanken. Weil ich glaube, da könnte das passen. Hm. Also, sobald wir im roten Bereich sind, können wir tanken. Weil eigentlich, wir fahren dann nur noch 350 Meilen. Dann schaffen wir auf alle Fälle noch bis Nampa. Dann können wir Nampa tanken. Dann den Truck auf 5 Sterne wiederbringen. Wahrscheinlich reicht das mit Teile tauschen, also ohne quasi Vollrestaurierung.
Building the Future. Apropos Building the Future, bekommen wir eigentlich muss ich da mal wieder hier. Also ich habe ja vorgehabt, zumindest ein einziges Mal eine Stadt in City Skylines fertig zu bekommen. Bevor ich irgendwann mal City Skylines 2 anfange. Also wenigstens gut, geht das mit dem Rechner hier nicht. Aber soon ish wäre das dann ja möglich. Aber irgendwie gab es dann Probleme, weswegen ich dann irgendwie nicht mal die Karte laden konnte. Und seitdem habe ich viel vergessen. Oder seitdem habe ich eigentlich keine Zeit dafür. Weil andere Sachen ausstehen sind und ich keine Zeit habe oder keine Lust habe, da irgendwie zu probieren, erstmal 25 oder eine halbe Stunde zu laden, wegen ganzen Mods und whatever. Können wir den Nempel überhaupt tanken? Naja, gut, nicht in Nempel, aber im Boar. Oder Boys. Oder wie auch immer die Amis das aussprechen. Fahren wir halt rüber nach Boys. Oder wie auch immer. Mensch, dann habe ich ja eigentlich gleich eine. Also vor allem gleich. Dann habe ich. Nach diesem Horn Hearts Event habe ich jetzt zumindest eine Woche wieder Freiraum. Pause von ATS und ATS2. Weil ich bin eigentlich erstmal für 2 Wochen ausgesorgt. So, pennen müssen wir nicht. Wie gesagt, dann machen wir dann Nemper Boys, wie auch immer. Nemper und Boah. Nennen wir es einfach mal Boah. Wahrscheinlich wird es aber Boys oder so ausgesprochen. Oder Boysy? I don't know. Zu viele Variationen. ...90.000 hat dein Truck mittlerweile jetzt auf der Uhr. Allgemein. Ja, das passt. Das sollte noch passen bis Nemper.
spannendes Manöver da. Na komm, fahr schneller, danke. Das war bei Pendleton. Schön, dass wir jetzt wieder mit 65 weiterfahren können. Was haben wir denn hier? Ah, auch Wasser, okay. Das kommt man jetzt so schwer erkennen. Wie viel Uhr sind wir denn da? Okay, wir fahren noch in den Tag hinein. Okay, wir sind ja doch schon morgen. 250 Meilen noch. Und erstmal wieder ausbremsen. Mal ausgebremst werden. Falls auf rechten Spur auch nicht weiter, linken Spur auch nicht schneller davon geht. Motor 55, Kies ist ja auch so um die 53 wahrscheinlich. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, wechseln wir auf die rechte Spur, wollte ich sagen, aber ja, flotter, deswegen können wir wirklich mal mit einer Spur weit überholen. Wahrscheinlich laut, oh Gott, laut Schild verboten, das wäre dann, würde ich auch nicht machen in der Stadt. Wie ich aber schon mal gesagt habe. Nehmen wir den Viewpunkt mit. Ja, ich glaube, da stand gerade All Trucks must use right lane. Aber hey, ich bin noch nicht der Einzige und ich bin sogar noch der Schnellere. Ja, auch echt immer Glück hier, dass gerade niemand kommt. Wenn die Kurve dann doch ein bisschen enger ist. Und dann beschleunigen wir mal wieder auf 65. Bei der
mal langsam wieder auf die Überholspur. Wir sind ja auch am Beschleunigen. Dementsprechend passt das ja. Und Sharp Curves hat und es geht wieder weiter. Ja, okay, die Kurve kann man noch mit 60, mit 65 nehmen. Alles, was danach kommt, wahrscheinlich eher weniger. Fahren wir schon mal rechts rüber. Oder 55. Auf der empfohlenen Geschwindigkeit. Während hinter uns dann aufgeht. Angenehmere. Und da dürfen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder raus. Welch ein Wunder. Kannst auch ruhig weiterfahren. Passiert ein wenig viel. Schaut mal einmal nicht hin. Ich dachte, der wäre schon drüber. Aber hey, wir wollten uns sowieso operieren lassen, ne? Also. Dementsprechend. Das ist auch wichtig, das zu machen, weil alle. Ein paar mehr Lampen jetzt leuchten. Jetzt fährt sie davon.
so Pisten kennen wir. Pisten Peterbilt, du wirst wahrscheinlich kennen wir sein. Ja, hier ist einfach mal an vom Trailer her. Und du bist ein Verkleiner. Und dann können wir jetzt auf die rechte Spur wechseln. Jetzt sind wir hier gerade bei. Okay. Bei nirgendwo. Weil auf der Karte zu sehen ist. Mächtiges Bergwerk und schöne viele Kohle, Güterzüge, schön viele Schüttgutwegen, Waggons. Die in einem Zug zu sehen wäre natürlich noch geiler. Oh, jetzt hier lange Güterzüge lang zu fahren, ne? Also mit der Mod. Das wäre auch schon fett jetzt. Boah, schön mit dem mit der aufgehenden Sonne, mit den Sonnenaufgang. Mit der Bergkette. Das sieht doch wieder nice aus. Ist bei Ontario. Mhm. 47 Meilen noch. Oh, Tank. Wait. Oha. Also, das wird doch mal nochmal. Notfallbetankung incoming. Also, das wird nochmal eng. Das wird nochmal richtig eng. Enger als ich gedacht habe. Ich dachte, oh ja, gut. Wir sind im roten Bereich, aber im oberen Bereich, aber nicht so weit unten. Ja gut. Wir sind ja schon fast auf Reserve. Geradeaus. Da wackelt es gerade schon wieder eine Eingabetaste, am Eingabebums.
Es geht ab nach Idaho. Wir sind jetzt in Idaho. Ach, der Tank. Er ist weniger geworden. Surprise, surprise, aber. Puh. Sollte aber doch drin sein, oder? Hoffentlich. Ansonsten stehen wir gleich wahrscheinlich mit leerem Tank direkt vor. Direkt vor Sunshine Crops. Das sehe ich ja auch schon kommen. Auch jetzt hier raus. Okay. Schön, dass hier gerade wieder jeder abbremst. Dann bleiben wir auf der linken Spur hier. Wir wollen ja nicht zum Museum. Wir sind da wirklich echt kurz davor, auf Reserve zu fahren. Steht da unten noch drauf, unless otherwise posted. Ja gut, also 35. Go straight. Na, wer was noch bei der Feststellungse. Abstand 50, dann sind wir schnell bei Sunshine Crops. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch zur Tanke kommen. In Boys. Ich wollte bremsen. Hupen ist aber auch nicht schlecht, bringt nur nicht viel beim Bremsen. Schon im roten Bereich, wa? Also im letzten Bereich des Roten. Wir sind da und wo müssen wir hin? Ah, super. Ist ja schön, dass wir hier genau so hin müssen. Kämen wir von dort auch lang? Thank you.
Dann wollen wir rückwärts rein. Oder noch nicht. Dann würde ich nochmal gegen den Pumpenantrag fahren. Fahren wir kurz nach vorne. Sehr gut, und dann laden wir mal. Okay. Dann ist ja. Gut, ist zum Glück nur ein Karton. Aber das ist doch eine coole Klapperlord. Für die letzte Fahrt vom Hall in Hearts Event. Ich wollte gerade kurz Happy Halloween sagen. Ausgezeichnete Valentinstagsgeschenke von Astoria oder von Astoria nach Nampa geliefert. Gefahrenstrecke finden 91 Meilen, Dauer 57 Minuten. Verbraucherkraftstoff 72 Gallonen. Dauer vor allem. Erledigte Überfahrtsverträge in ATS 162. 38.000 Absa für 1000. 80 Erfahrungspunkte im Grunde genommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es noch rechtzeitig hier bis zum Truckstop schaffen. 21 Meilen. Schaffen wir 21 Meilen. Wir haben natürlich jetzt keinen Trailer mehr hinten dran. Der, wodurch der Verbrauch natürlich schneller weggehen ging und ja, geht. Wir können hier vorne auch raus. Never mind. Ich dachte, wir kommen da anders raus. Ja, aber wahrscheinlich ein Gatter drum, ne? Ja. Satz mit X. Shopschild. Go straight. Ich wollte nämlich eigentlich hier vorne rechts rauskommen, weil ich dachte, man kommt da auch so hin, aber. Also, nicht da, aber ich dachte, wir kämen da raus, wenn wir da weiter lang fahren, aber dem war ja nicht so. Wenn man uns schwer erkennen konnte. Kriegen die Ampel noch? Nee. Caution. Please mind the speed limit. Der hätte auch gar nicht mehr Gas geben müssen für. Das wäre halt echt nicht nötig gewesen. Oh Gott, was sagt der Tank?
Sieht ja noch relativ vielversprechend aus. Turn left. Oh, da gibt es noch einen kurzen Abschnitt auf Interstate zum Truckstop. Das war nochmal 65 Miles per Hour, aber auf die kommen wir diesmal schnell. Schließlich fahren wir Bobtail. Da sehen wir schon den Truckstop von Boys. Stay right, then exit right. Oder Boise, whatever, wie auch immer es genannt wird. Freie Bahn. Und dann sind wir auch schon da. Wir haben sogar eine Werkstatt hier, umso besser. Tanken wir nochmal eben. Hauen uns dann aufs Ohr. Tanken nochmal für $3,91 pro Gallone. Und insgesamt füllen wir den Tank auf mit 296,79 Gallonen, was $1,160 betrifft. Dann legen wir es nochmal hier auf den. Ah, nein, wir wollten ja reparieren. Ich wollte ja reparieren vorher noch. Den Reifen abnutzen. Und dann mir aus Ohren. Kriegen wir den auf wieder 4 Sterne? Das ist die Frage. So alles reparieren. Ich würde sagen, alles tauschen. Für $2,772. Okay, wir müssen eigentlich, um auf 5 Sterne zu kommen, dann wieder vollständig machen, was dann 295.500 trifft, die wir gerade nicht haben. Also wir haben die See zwar schon, aber wir sind dann wieder unter 1 Million, deswegen ist das dann ein Ziel für nach dem Event mit dem Truck weiterzufahren, bis man dann so um die 1,4 hat vielleicht, dann den Truck zu restaurieren. Da wieder auf 5 Sterne ist und dann die ganzen anderen Sachen wie Garagen etc. pp. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es dann nochmal das letzte Hall & Hearts Event Video, dann im Euro Truck Simulator 2. Ansonsten geht es dann nächste Woche, falls kein weiteres Event kommt, wieder in abgespeckter Form. Mit 2 Videos pro Woche. Überbrückungsweise weiter. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.